Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, im Lab habe ich den ersten Boss gekillt. Und ja, jetzt geht's weiter. Schauen wir mal. Ui, 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 don't, 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 don't. Was machst du? Ich will das Armor Scrap hier aufheben und ich will da rein. Oh, oh, das ist ja auch hier tödlich. Locked door. Der kann sich heilen. Ist nicht gut. Au, 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 au. Die Tür macht Aua. So. Mir ist nicht so ganz klar, wohin ich muss hier. Ist eine Locked Door. Wollen wir nicht rein. Ist nicht ganz ungefährlich, das Eck kann es sein. Aber wie kommt man denn dann da durch? Gar nicht, oder was? Na gut. Scroll of Wisdom. Ich muss da durch. So wie es ausschaut. Achso, ich bin noch nicht hier lang gelatscht. Stimmt, da ist ein Lever. Ah, da ist die Tür jetzt auf. Okidoki. Ja. Schön, dass wir das überlebt haben. Weil sterben ist doof, im Lab sterben ist doofer. Weil du wieder von vorne anfangen musst. Jetzt dürfte mein Inventory voll sein mit blauen Sachen, die ich eh nicht identifizieren kann. Bin ich schon am Überlegen gewesen, ob ich es vielleicht einfach unidentifiziert verkaufe. Weiß ich nicht so recht. Oh, 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 was macht ihr? Die haben da ja irgendwie jetzt doch Schaden gemacht. Wenn ich sie unidentifiziert verkaufe, dann kriege ich ja wahrscheinlich keine Alchemie-Shards, sondern irgendwas anderes. Mir noch nie Gedanken gemacht darüber. Was sollte ich vielleicht mal? So, meine Freunde, wo ist jetzt der nächste Boss? Na komm, geh halt kaputt jetzt. Danke. Wer ist der nächste Boss? Nein, ich will keine weißen Slipper mitnehmen. Und ich bin doch noch nicht voll. Schau mal an, wie leer ich bin. Das ist völlig falsches Gefühl gehabt gerade. Als ob ich schon so viel aufgesammelt hätte. Geht's dahin? Da geht's hier hin. Da ist ein Ausgang und der Ausgang geht ja in die richtige Richtung. Sowas wie Silberschlüssel und so Geschichten mache ich eigentlich normalerweise nicht.
Wenn da zufällig sich was ergibt, dann nehme ich es halt mit, aber ich würde nicht extra in ein Gebiet gehen, um so selber Schlüssel zu holen, weil eigentlich das ist meinem Gefühl, der Ertrag es nicht rechtfertigt. So, sind wir da auch durch. Oh. Lauter gierig, ich möchte gerne den Alchemie-Ding sie mitnehmen. Bin ich jetzt parallel zur Kreissäge gelatscht? Das macht ja auch keinen Sinn. So, how shouts out. Falsche Richtung. Oh. Ein Rätsel mit einer. Naja, das können wir schnell machen. Das sollte kein Problem darstellen. Dafür ist einfach Righteous Fire gut geeignet, weil ich stehe einfach nur dumm rum und die Gegner sterben halt an mir. Oh, ich komme nicht durch. Das ist doof. Hat er mich doch getroffen, der gute Einfrier. Ding sie. Ja, lieber Gelbling. Er schenkt mir einen Twilight Blade. Was war denn das jetzt schon wieder? Der stirbt und draußen stehen 15 andere Gegner. So, was haben wir denn jetzt hier? Den Bogen noch da. Weil ich vielleicht Bock auf das Scepter habe. Und ich kriege einen Treasure Key und ein Goldamulett. Und noch ein. Wer was nur weiß, macht keinen Sinn. Nehme ich nicht mit. Nee. Gut. Dann. Nichts wie raus hier wieder. Und der nächste Aspirant's Trial. Bin gerne ein Aspirant. An Emperor strikes without hesitation. To entertain doubt is to dance with death. Alles weg. Na, das könnte man tatsächlich gleich aufräumen. Ja, weißes Goldamulett. Schöner Treasure Key. Dann nehmen wir uns mal hier den gutsten. Den guten Boss hier an. Der hier Izaro macht irgendwas hier mit seinem grünen Strahlemann. Oh, nicht stunnen lassen. Macht immer so volle Explosion und so. Ja, volle Explosion. Und ich denke mal, oh Scheiße. Dabei passiert überhaupt nichts. Naja, gut, ein bisschen Schaden hat er schon gemacht. Was willst du denn noch? Crackling Essence.
Crackle mal jetzt hier. So, los. Jetzt aber. Seerest. Faster Projectile Support. Ist nur doof, dass ich keine Projektile habe. Aber wenn ich Projektile hätte, dann hätte ich jetzt faster. Hope of Scarring. Sehr gut. So ein Scheißding hier. Sag ich dir. Ich kriege die Tür gar nicht auf. Was für ein Schwachsinn. Ja, Mädels, wo muss ich denn hin jetzt? Nein, keine Poems. Nein, 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 nein. Die mag ich gar nicht. Also. Komm wieder, du Devourer, du. Stell dich deinem Urteil. Oje. Tja, wenn ich nicht gestorben bin, dann laufe ich immer noch hier rum. Und vergebe einen neuen Skillpunkt. Und zwar Hammer gesagt, dass wir hier rüber gehen. Mehr Armor 1829 und mehr Life 2014 und mehr Damage 7300. 86, 19, 16, 2, 4, so viel Unterschied ist nicht, aber die Kombi macht's, glaube ich. Jetzt komme ich also hierher, auch schön. Und hier hinten, da habe ich nichts verpasst, oder? Da ist zwar schön. Schön im geheimen Eck der Devourer, aber es gibt nichts zum Looten hier. Ja. Na gut. Scroll of Wisdom, gibt es doch noch was zu looten hier. Und hier ging es jetzt, da wird es jetzt noch da gehen. Ja, das ist eigentlich Wurst. Ob links oder rechts. Ist auch der Vorteil von dem Juggernaut. Der kann einfach über das Feuer laufen.
Das ist schon praktisch. Huah, hat er gesagt, gell? Das genau gehört. So, jetzt nehme ich auch nichts Blaues mehr mit. So weit sind wir jetzt schon. So, wie schaut's aus? Da ist der letzte Aspirant's Trial. Aspirant can afford to be promising. An emperor must keep those promises. Okay. Den Spruch habe ich ja noch nie gehört. Ne? Na dann, schauen wir mal, ob wir das hier bestehen. Da teleportiert er mich einfach da in die... Oh, oh. Nein, don't do this. Soll das? Ja, kann man schon auch sterben. Also das ist nicht... darf man nicht überheblich sein hier. It is possible to die very fast here. In Bewegung bleiben. Nicht dahin laufen, wo er glaubt, dass ich hingehe. Und dann könnte es sein, dass er umfällt. Vielleicht. Wow! Nein, schaut euch das an. Der eine Pixel, der. Vielleicht sind es auch zwei. Es sind zwei Pixel Leben, hat er noch. Boah, ist das ärgerlich. Ja, aber manchmal passiert genau das. Da bin ich wieder hier. Ist total friedlich hier. Ach, ist das schön. Ich bin so froh. Ich darf nochmal das Lab machen. Wunderbar. Juhu. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und ich überlege mir ganz genau, was ich beim nächsten Lab besser mache, dass ich nicht mit zwei Pixel Leben vom Gegner sterben muss.